Hallo, herzlich willkommen zum Seelenreiten-Tag Nummer 91. So, also gestern haben zwei Leute darum gebeten, dass ich wirklich aufklären soll zu dem Thema, was ich da ja gestern angeschnitten hatte, also das Depressionsthema, wie man das erkennen kann und so weiter, da ich halt der Meinung bin, dass sich halt sehr viele Kinder es einfach aus Bequemlichkeit einbilden, so wie auch einige Erwachsene, also nicht aus Bequemlichkeit irgendwie, dass die jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe mal so Depressionen und so weiter, sondern weil es halt mittlerweile irgendeine Volkskrankheit wird irgendwie, und die Leute, die es halt wirklich haben, unterschätzt, dadurch halt vernachlässigt werden oder nicht geholfen werden, weil sie halt denken, weil halt alle dann halt denken, ach, die bilden sich das eh ein, dass sie es hat und bla bla. So. Da das Thema aber sehr komplex ist, wird es entweder eine Videoreihe werden, wo ich einfach aufkläre, so, wo ich halt zu jedem einzelnen Punkt, was ich da halt finde, ich habe nämlich eine Seite gefunden, da wird sehr, 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 sehr ausführlich erklärt, was das ist, welche Symptome es gibt, welche Unterarten es gibt, also zum Beispiel Winterdepressionen oder wie halt sich Depressionen bei Erwachsenen und bei Kindern äußern und so weiter und halt sehr viele Unterarten. Es gibt halt eine stärkere Depression, dann hat er auch eine leichtere Depression und eine mittelschwere Depression. Und ja, deswegen hier gucke ich da einfach mal, ich werde mich da ein bisschen reinlesen. Ich wollte es eigentlich heute machen, aber dadurch, dass es halt so dermaßen komplex ist, was ich da gefunden habe, konnte ich das jetzt nicht in einem Video machen. Das heißt, ich werde mich da die Tage dran setzen und gucken, ob ich das noch im Seelenreiten noch hinbekomme oder ob ich das hier nach dem Seelenreiten mache. Gucken wir einfach mal, was passender wäre. Denn es ist echt sehr komplex. Ja, was ich einfach nur zu dem Thema selber sagen kann, dass ich auch manchmal dachte, ich hätte Depression, weil es mir halt auch eine Zeit lang so dermaßen beschissen ging auf gut Deutsch. Aber es war nicht so. Ich habe das nicht gehabt, ich habe es weiterhin nicht. Und wenn dann nur eine ganz, ganz leichte Version davon, aber das kriege ich dann ja selbst recherchieren und selbst lesen ja selbst raus. So gesehen kriege ich das selbst raus, ob ich es habe oder nicht, weil es gibt nämlich einen gewissen Punkt in jedem Kopf von jedem Menschen, das nennt sich Fantasie und Einbildung. Und der schmale Grat zwischen Wirklichkeit und Einbildung ist nämlich echt verdammt groß. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die meinen, sie haben eine Depression, es wird auch einfach nur einbilden. Weil halt andere sagen, ja, andere die gleichen Symptome haben, auch andere dieselben Probleme haben. Und sagen die Leute ja meistens auch, ja, ich bin depressiv und bla bla, mir geht's nicht gut und so. Das Problem ist aber, bei den meisten kann es so sein, warum wusste ich das? Bei den meisten kann es tatsächlich so sein, dass sie es haben. Das Problem ist nur, es ist sehr, sehr schwer erkennbar, denn ich sag mal so, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Selbstzweifel kennen wir alle. Haben wir alle, kennen wir alle. Das ist menschlich, das zu haben. So, aber da gibt es halt Unterschiede. Bei depressiven Leuten, die wirklich depressiv sind, da lässt diese Phase nicht nach. Also so gesehen, wenn sie einmal meinen, sie sind scheiße, dann meinen sie das für immer und werden nie wieder sagen, ich bin gut, ich bin geil und bla bla, ohne halt Hilfe. Die werden auf ewig in dem Loch verstecken, auf ewig eine Mauer oder einen schwarzen Umhang um sich bilden und dieser Umhang wird nie verschwinden. Nie. Weil sie halt der Meinung sind, ich habe Mist gebaut, ich habe Scheiße erlebt, ich bin wertlos, ich bin's. So. Daran erkennt man, dass eine Person wirklich depressiv sein kann. Wenn sie halt jetzt nach, ich sag mal, 2 Wochen lang immer noch so ist, immer noch so denkt und immer noch meinen will, sie will Schluss machen mit ihrem Leben, ne? So 2 Wochen oder im Monat ungefähr. Dann merkt man, die Person hat auf jeden Fall ein Problem und leidet, denke ich mal, wirklich unter Depressionen. Aber Leute, also Kinder zum Beispiel, die jetzt einfach nur, weil sie eine schlechte Note haben, zum Beispiel sagen, ich bin depressiv, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben und bla bla bla. Und dann alles erstmal hinschmeißen und so weiter. Und dann nach, ich sag mal, ja, so, sag mal, schätzungsweise 2 Wochen oder vielleicht sogar einen Tag später, schon direkt wieder total fröhlich, viel Lebenskraft haben, Lebensenergie haben und wieder ganz normal weitermachen und alles gehen und mit Freunden treffen. Und
wirklich so sich verhalten, als wäre nie was passiert, als wär diese schlechte Note nie entstanden. Diese Kinder haben keine Depression, sondern bilden es sich ein, weil denen geht es halt ja ganz schnell wieder gut und denen geht es dann wirklich auch wieder gut. Die Schauspieler nicht, sondern denen geht es dann halt wirklich gut. Und das ist halt der große Unterschied zwischen einer echten Depression und einer eingebildeten Depression. Eine Depression, wo die Symptome Antriebslosigkeit und so weiter nicht weggehen, wo man halt auch nach Monaten sagt, man ist scheiße und wirklich scheiße und sich keine Besserung zeigt bei den Personen, die haben Depressionen. Entweder eine leichte, mittelschwere oder eine schwere. So, je nachdem. Aber halt, wie gesagt, die Kinder, die nach einem Tag oder nach ein paar Wochen wieder sagen, ja, es war alles gut, nö, nee, so. Und die meinen, es ist wirklich so und es ist wirklich alles gut. Die Eltern merken das. Oder auch Freunde und so weiter. Dann haben die das nicht. Dann haben die es einfach irgendwo gehört und meinen es einfach so als hier Erklärung zu nehmen, die aber gar nicht stimmt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich will auch keinen angreifen, niemanden, weil ich habe mich, wie gesagt, ich habe ja selbst so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ach, leckt mich alle am Arsch, ich habe Depression, lasst mich in Ruhe. So, das ist nämlich der Punkt. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ne? So. Und bauen sich halt so gesehen so eine Art Mauer auf, die gar nicht da ist. Und bilden sich halt eine Krankheit ein. So, jetzt mache ich aber erstmal kurz, gucke erstmal kurz, was die Missionen machen. So, und zwar Irrlichter sammeln und rette das Pferd. Gut, wo müssen wir hin? Windfelder. Gut, dann kann ich ja mal weiter quatschen. So, also ich habe mich nicht erkundigt auf der Seite, noch nicht wirklich. Also ich drehe jetzt gerade das so ab, wie ich das halt sehe. Ich habe halt schon ein paar Leute halt in meinem Leben getroffen, die hatten Depressionen, die hatten es auch bestätigt, diagnostiziert, die sind auch deswegen auch in Therapie. Haben es teilweise hingekriegt, teilweise haben es nicht hinbekommen, weil sie, denke ich mal, auch Angst haben. Denn eine Depression ist jetzt nicht einfach nur so, dass man keinen Bock hat und so weiter, oh, sondern eine Depression kommt halt mit verschiedenen Nebensymptomen, sage ich jetzt mal. Die Hauptsymptome von Depressionen, haben sie mir erzählt, sind halt Antriebslosigkeit, Selbstzweifel und so weiter. Das haben wir ja alle. Aber die haben das wirklich dauerhaft. Bei denen geht das wirklich nur mit Medikamenten und Therapien weg. Und dann auch nie für immer, sondern ja, je nachdem für gewisse Zeiten oder für immer. Es kommt darauf an, wie halt die Person selber mitspielt. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Schülerin oder jetzt ein Erwachsener jetzt zum Beispiel sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, lass mich alle in Ruhe, ich habe Depressionen, ey, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Ne? So. Und die sagen wirklich aber die ganze Zeit nur, ich habe keinen Bock mehr und die haben auch einfach nur keine Lust mehr zur Schule ge zu gehen oder zur Arbeit zu gehen. Dann haben sie keine Depression, sondern einfach keinen Bock, keine Lust. So, sind sie einfach auf gut Deutsch gesagt faul und suchen sich eine Ausrede. Und die Ausrede bei solchen Sachen ist meistens entweder eine Krankheit vortäuschen oder Depression haben. Ich erwische mich wieder, ich habe das damals in der Vergangenheit auch ganz oft gemacht. So, da habe ich einfach dann gedacht, ja gut, ich bin jetzt mal depressiv und bleibe jetzt einfach mal zu Hause und alle lassen mich in Ruhe, da es mir ja nicht gut geht. So. Und das war halt auch ein Fehler. Bereue ich jetzt. Und was dann auch ein Anzeichen für Depressionen sein kann, ist hier diese Antriebslosigkeit von wegen kein Bock, aber halt in schlimmerer Form. Und hier Schlafmangel bzw. Konzentrationsschwächen. Ja, Schlaflosigkeit zum Beispiel. Woher kommt das? Bei Depressionsleuten, aber die das wirklich haben, liegt das daran, dass der Kopf sich einfach nicht abschaltet. Die haben halt so einen Gedankentornado und der lässt sie einfach dann nicht schlafen. So, Gedankentornado halt, das sind auf einmal wie aus dem Nichts alles plötzlich im Kopf rumschwirrt, was eigentlich geklärt war, was sie eigentlich verdrängt hatten oder ja, und dann können sie halt deswegen nicht schlafen, weil sie halt dann die ganze Nacht durchheulen, auf gut Deutsch. Weil sie halt ein Trauma erlebt haben, was sie eine Zeit lang vergessen hatten und das dann plötzlich wieder einfach so wiederkommt ohne Grund. Oder weil sie halt dann sich wieder erinnern, dass sie an dem Tag Scheiße gebaut haben und dass sie halt so beschäftigt, dass sie nicht schlafen können. So, das ist bei Depressionskranken der Fall, warum Schlaflosigkeit haben. Bei den Kindern und bei den Erwachsenen, die das nicht haben und die sagen, ja, ich bin depressiv, denn ich bin müde und ich komme nicht in die Gänge und bla bla, sagen die auch meistens, ich bin depressiv.
Aber woher kommt die Depressivität bei denen, die das sich einbilden? Weil sie entweder die ganze Nacht wach sind, die ganze Nacht zocken, Animes schauen, jetzt speziell für Kinder jetzt gesehen, Animes schauen, die ganze Nacht durchzocken, telefonieren und bla bla. Am nächsten Tag sind sie natürlich müde wie Sau, und wenn sie dann in die Schule müssen, haben sie natürlich eine Konzentrationsstörung, weil sie natürlich nicht geschlafen haben. Wie soll das denn auch? Und auch Leute, die wenig essen. Das ist nämlich auch eine Begleiterscheinung. Leute, die sich selbst Selbstzweifel haben und sich selbst hassen, essen auch irgendwann weniger. Sprich Magersucht. So, Moment. So, wir müssen ein Pferd retten. Wo? Silverlight, gut, da kann ich auch wieder hinrennen. Sprich Magersucht, da war ich stehen geblieben. So. Das ist auch so eine Sache. Weiß nicht, ob ich da auch nochmal so ein Video drüber machen soll. Also, wenn euch das überhaupt gefällt, was ich hier alles erzähle, das sind jetzt gerade meine eigenen Eindrücke. Ich habe jetzt vielleicht nur minimale Sachen belegt, die ich irgendwo mal gehört habe und von den Betroffenen halt noch weiß. Also, wenn ich das richtig belegen soll, mit der Seite, die ich halt vorhin gefunden habe, dann schreibt mir das. Dann, ne, schreibt mir das wieder, dass ich das machen soll, denn ich würde es gerne tun, denn dann habe ich auch was zu tun und ihr seid vielleicht ein bisschen aufgeklärt und ich renne gerade voll die falsche Richtung. Ja, halt wie gesagt, die Leute, die halt echte Depressionen haben, essen natürlich dann auch weniger, denn wer sich selbst hasst, der hat natürlich auch keinen Hunger. Und wer die ganze Zeit im Gedanken sonst wo an Sachen feststeckt und so ein Gedankentornado und solche Gedanken viel bestimmt erleidet, der kann natürlich auch an nichts anderes denken, außer an das. Das heißt, er isst und trinkt weniger, wird dadurch dünner, wird dadurch müder, wird dadurch antriebsloser und wird dadurch natürlich auch kranker. Weil der natürlich dann auch keine Kraft mehr hat. Woher denn auch, wenn der Körper keine Energie bekommt? So, das ist halt bei depressiven Leuten der Fall. Wenn aber jetzt ein Kind selber meint, ich habe keinen Hunger und so weiter und hört auf zu essen oder isst weniger, dann ist das... Keine Ahnung, dann kann ich das jetzt nicht beschreiben, aber das ist auf jeden Fall keine Depression, sondern einfach nur das Kind hat einfach keinen Bock zu essen. Das ist dann wieder dieses kein Bock. Kein Bock haben. Das ist nicht krank sein, das ist nicht depressiv sein, das Kind hat einfach keinen Bock. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist, nichts zu essen. Keine Ahnung. In den meisten Fällen ist es bei den Kiddies auch die sich einbildende Depression zu haben, auch der Fall, dass sie halt dann Schönheitsidealen Opfer sind halt, ne? So, dass sie halt oh mein Gott, wenn ich jetzt nichts esse und so weiter, dann bin ich auch so dünn wie jedes Model und bla 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 und deswegen hören sie auf zu essen. Dadurch kommt natürlich auch eine Antriebslosigkeit, dadurch kommt natürlich auch Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht dann sogar auch manchmal verstärkter Schlafmangel, da der innere Körper natürlich irgendwie eine Energie holen muss. Das heißt, man ist die ganze Zeit müde und bla bla bla. Also, zum Thema, eine Depression kann verschiedene Wege Nebensymptome haben, wie halt zum Beispiel nichts essen, Magersucht und so weiter. Aber das hat dann aber auch mit der Depression zu tun, mit der echten Depression, also mit der Krankheit. Leute, ja, Kinder, die von selbst aufhören, ohne irgendwelche psychischen Probleme vorher zu haben, die selbst aufhören zu essen und selbst sich halt solchen Schönheitsidealen beugen, das ist deren eigene Schuld, das hat nichts mit Depression zu tun. Zum Beispiel. So. Halt. Das hat dann nichts mit der Krankheit zu tun, sondern die haben einfach andere Schwierigkeiten. Dann in dem Augenblick. Die haben halt dann einfach den Drang, sich Schönheitsidealen zu beugen. Heißt zum Beispiel, die müssen halt so perfekt formiert sein vom Körper her und bla bla und so. Und deswegen hören sie auf zu essen. Nicht, weil sie Depressionen haben, sondern weil sie einfach ein Model gesehen haben oder einen Star gesehen haben und denken, sie müssen nacheifern. Das ist so, das sind so diese Unterschiede, diese richtig schweren Unterschiede. Wie man eine Depression erkennt und deren Folgesymptomen, deren Begleiterscheinung. Oder wie man einfach nur merkt, dass die Kinder sich was einbilden und die Depression als Ausrede nehmen, damit sie in Ruhe gelassen werden. Damit sie einfach weitermachen können mit dem, was sie tun. Deswegen, ihr merkt, glaube ich, selber, wie oft ich richtig überlegen musste, was ich da sage, um auch wirklich das Richtige zu sagen und jetzt nicht irgendwie mich zu verhaspeln, ne? Weil ab und zu habe ich echt so Schwierigkeiten gehabt, dass ich dachte, oh, okay, erzähle ich jetzt, was Depression ist oder erzähle ich jetzt ein Nebensymptom? Also, das habe ich jetzt auch unvorbereitet erzählt alles. Ich hoffe, ich habe da schon ein bisschen geholfen, ein bisschen Klarheit gebracht, vielleicht bei einigen. Wie gesagt, wenn ihr ein
richtiges Video mit Fakten und Belegen und sowas haben wollt, schreibt hier Real Talk Depression als Hashtag und dann werde ich das machen, dann werde ich mich darüber erkundigen. Darüber richtig erkundigen, einen Text schreiben, mich richtig informieren und dann halt nicht so viel erzählen wie jetzt hier gerade, weil das war jetzt meine eigene Ansicht von Depression, was es sein könnte. Und halt ein paar kleine Fakten, die ich noch von Betroffenen habe. Ja, und wie gesagt, ich wollte niemanden angreifen, niemanden beleidigen. Ich habe mich selber ja auch in dem Sinne angegriffen, weil ich ja auch mich selbst ja auch betitelt hatte als Faker, ne, so. Und ja, weil es aber bei mir auch so ist. So. Gut, dann werde ich jetzt erstmal das Video erstmal beenden im Seelenreiten. Es ist auch sehr lange. Ich hoffe, das wird geguckt. Alle, die bis hierhin geguckt haben, können ja mal Hashtag Winkgeste machen. Beziehungsweise Hashtag Tschüss. Oder slash Tschüss. Weil dann weiß ich, wer es auch komplett gesehen hat. Oder einfach Hashtag Tschüss oder so. Könnt ihr euch selbst aussuchen. Ja, dann hänge ich jetzt gleich noch die Blumen dran und dann bis gleich. So, dann wollen wir mal die letzten Blumen fürs Midsommar suchen. Und zwar müssen wir heute nach GH und zur Starshine Ranch. Gut. Dann bis gleich, Leute. So, das ist wieder hier oben in dem neuen Gebiet von Golden Hills. Da oberhalb vom GH-Wald. Koordinaten x74, y116. So, das andere ist bei Starshine Ranch. Bis gleich. So, die letzte Blume für das diesjährige Midsommerfest ist bei Starshine Ranch bei den Eseln. So, dann sehen wir uns gleich beim Einlösen. So, das ist heute die vergoldete Goldblattkrone. Und dann müsste das dieses luftige Glockenblumen-Dings dann noch sein. So. Gucken, ob ich recht hatte. Wo ist er? Da, vergoldete Goldblattkrone habe ich jetzt zweimal. Und die luftige Glockenblume fürs Pferd. Ja, komm. Kopf hoch. Kopf hoch. Dragondale, Kopf hoch. So, da. Da haben wir sie. Ja, das heißt, ich habe von jedem mehrere, außer von dem weißen Flachs und von der salzigen Muschelkrone. Das finde ich so schade, dass dieses Jahr nicht da war. Und von den Pferden habe ich auch salzige Muschelkrone einmal nur, dann die modische Tulpen nur einmal, die süße Kirschblütenkrone nur einmal, hübsche Lupinen nur einmal und stattliche Sonnenblumenkrone nur einmal. Das heißt, mir fehlten auf jeden Fall ein paar für meinen Reiter. Oder ich habe die hier irgendwie doppelt, keine Ahnung. Eine stattliche Sonnenblumenkrone habe ich auch noch nur einzeln. Na egal, das sind ja auch noch die vom letzten Jahr noch mit drin. Vielleicht habe ich auch einige Sets auch vervollständigt, die ich letztes Jahr nicht vervollständigen konnte. Keine Ahnung. So, dann würde ich ja mal sagen, mache ich heute erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann ja morgen noch bei Farahs Crafting Workshop. Ich bin echt gespannt, was es letztendlich wird und ob wir da vielleicht auch einige Sachen vielleicht auch so einfärben können, vielleicht irgendwann oder so. Ich bin echt gespannt. Aber zu viel Theorie will ich jetzt auch nicht aufstellen. Deswegen warten wir einfach ab. Es ist nur noch bis morgen. Und mein Stichwort, bis morgen!